Vor kurzem haben Markus und Tubet den ganzen Server mit einem riesen Kolosseum hinters Licht geführt und 3 Kristalle an sich gerissen. Damit haben sie zwar jetzt an großer Macht gewonnen, aber sich auch gleichzeitig den ganzen Server zum Feind gemacht. Und ob es das wert war, seht ihr jetzt. Platin kam eines Tages zu mir, weil er unbedingt mit mir reden wollte. Es ging darum, dass Tubet und Markus mittlerweile 3 von 4 Kristallen hatten und wir das irgendwie unterbinden mussten. So, Arikate, ich habe eine Idee und zwar, ganz kurz, dein Plan ist es, den roten Gem zu bekommen, richtig? Vollkommen richtig. Perfekt, okay. Ich habe einen Plan und ich weiß noch nicht, wie ich den genau ausführen möchte, deswegen brauche ich deine Hilfe. Mhm. Mein Ziel ist es, den gelben Gem zu bekommen. Und wie du weißt, Tubet und Magus haben gerade, ja, 3 Gems und denen fehlte noch einer, richtig, ne? Ja. Genau. Hast du vielleicht Lust, ein Bündnis mit mir zu schließen, um die 2 Gems wieder zu bekommen? Was wir mit dem anderen machen, mit dem blauen, können wir noch gucken. Aber ich will mein Gem wieder und ich will nicht, dass die alle 4 bekommen. Das ist mir zu unsicher. Okay, weil ich habe vorhin gerade tatsächlich darüber noch geredet, dass irgendwie müssen wir diese Situation auf jeden Fall klären. Weil es kann nicht sein, dass die einfach 3 Gems haben. Die könnten ja, das auch. Die könnten ja rein theoretisch jetzt einfach zu zweit Mako irgendwie, wenn er mal online ist, Mako einfach töten und hätten alle 4. Ich weiß, deswegen. Wir müssen irgendwie auch Mako. Der ist gerade sogar online. Oh, Magus ist online, ne? Platin, meinst du, wir schaffen das alleine? Weil ich meine, ich sag mal so, stell dir vor, wir gehen jetzt einfach zu Markus, so blind hin und Tubet lockt sich ein, weil er ihm irgendwie per Discord schreibt. Was sollen wir da machen? Das wird nix. Also 2 gegen 2 ist ja nicht schlimm, aber ich glaube, mit den Gems haben wir da gar keine Chance. Nee, und also ich denke, dass zumindest unmöglich ist. Ja, nee, ich bin auch nicht gut im PvP. Also Tubet hat mich ja beim roten Gem-Fight ein bisschen gefetzt. Ich glaube, das wird nix. Uns wurde aber am Ende dieses Gespräches beiden klar, dass wir zu zweit nicht ausreichen würden. Wir bräuchten die Überzahl, denn wir haben keine Gems. Also hat Platin Luke kontaktiert, um zu besprechen, wie wir jetzt weitermachen. By the way, ich finde richtig schön, was du hier getan hast. Danke dir. Ja, also ja, Cherry ja, Grove 100% richtig nice. Dann, hier ist es, vorsichtig. Dann dieser Gem. Der Gem selber, muss ich sagen, ist so eine 7 von 10, aber wie das da so hoch geht, außenrum, die ganzen Partikel und so, ne? Das sieht sehr geil aus. Das sagt uns quasi schon, du hast rein theoretisch immer noch Interesse an dem, an dem Blauen, ne? Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ich glaube, Platin wird mal erklären, warum... Okay, also Luke. Platin hat dem Luke dann erklärt, was überhaupt Sache ist, wer welchen Gem hat und was eigentlich jetzt zu tun ist. Er hat dann Luke gefragt, ob er sich unserem kleinen Bündnis anschließen möchte. Und das Endresultat wäre, Luke bekommt den blauen, Platin bekommt den gelben und ich bekomme den roten. Wir haben aber betont, dass es nur dafür da ist, um das Gleichgewicht wiederherzustellen und danach ist vorbei. Eine kleine Idee, sag ich mal so, hätte ich. Ich denke, Mako wird selber wissen, in welcher Gefahr er gerade ist. Alleine das sollte schon Grund genug sein, sich zumindest das anzuhören, was wir haben. Ich habe aber auch, vielleicht seht ihr das da unten, den perfekten Platz dafür, wo wir das tun könnten. Uns allen dreien war klar, Mako muss auf jeden Fall ein Teil des Ganzen sein. Denn auch wenn noch kein konkreter Plan steht, war uns allen klar, dass Mako mit dem 4. Gem eine große Rolle spielen wird. Und mit diesem Gedanken haben wir dann ein Treffen mit Mako vereinbart, um den Plan zu besprechen. Tubet und Magus sind gerade im Besitz von 3 Gems. Uns ist das zu unsicher. Und wir wollen irgendwie, vor allem weil das mit der Arena auch echt eine leicht uncoole Aktion war und das mit dem Beacon auch sehr, sehr nicht klar ging, wollen wir uns die Gems wiederholen. Du hast einen Gem, Mann, den wir unbedingt unter allen Umständen beschützen müssen, und zwar den lila Gem. Weil wenn die den haben, haben die alle Gems und dann ist, glaube ich, over für uns alle. Wir wissen nicht, was passiert, wenn jemand alle Gems hat und wir wollen es, glaube ich, auch fürs Erste nicht rausfinden. Deswegen, hast du Lust, unserer Allianz beizutreten und eventuell so versuchen, die Gems wiederzubekommen und ein bisschen das Gleichgewicht in den Server zu bringen? Ich weiß nicht, wie gut du equipped bist, ich weiß es wirklich nicht, aber wenn die zu zweit mit 3 Gems auf dich rumlaufen, dann, du bist tot, du bist weg, toll, kein Gem mehr und die Ja. Mako hatte eine grandiose Idee. Wir können uns alle an genau diesem Platz ausloggen und Mako würde Markus mit seinem lilanen Gem anlocken. Denn wir alle wissen, dass Markus nie im Leben die Chance auf den 4. und letzten Gem versauen würde. Markus wird aber denken, dass Mako allein ist. Und wenn sich beide getroffen haben, kontaktiert uns Mako, wir loggen uns ein und holen uns die Gems, die Markus bei sich trägt. Und genau so haben wir es gemacht. Ey. Was ist das jetzt? So sieht man sich wieder. Was ist das jetzt? Wir können über alles reden. Aber beruhigt euch erstmal. Dann geben wir uns die Gems. Dann kannst du einfach hier rausgehen. Du hast keine Feuerpartikel bei dir. Wo ist denn der 3. Gem? Der ist in der Obhut eines guten Freundes, würde ich mal sagen. Und wo ist der gute Freund? Das kann ich euch nicht sagen. Um ehrlich zu sein, habe ich mich jetzt hier mit Mako verabredet. Was wollt ihr jetzt von mir? Ja, wir holen die Gems. Was wollen wir? Also du hast zwar 2 Gems, aber wir sind 4 gegen 1. Ihr habt da wohl eine Sache, glaube ich, nicht ganz so bedacht bei den ganzen... Die wäre? Ja, gut so. Er wollte gerade eben wegfliegen, Leute. Er wollte gerade wegtippen. Okay. Ja, ich hab ihn wieder. Ja!
Ich hab Bratkartoffeln. Danke, Leute. Oh mein Gott, wir haben es. Beste Allianz. Nach Markus gescheitertem Fluchtversuch hatten wir aber doppelt und dreifach Glück. Er ist nicht in seinem Bett gespawnt, sondern in der Weltmitte. Direkt bei uns. Und dann wussten wir ganz genau, wie wir an Tubet rankommen werden. Ich hab eine Idee, Jungs. Markus, komm mal mit. Also Markus, okay, du verstehst aber, warum wir das machen, oder? Da ist so eine Arena, die ein bisschen schlechte Erinnerungen hochholt. Kannst ja drüber nachdenken, während du im Gefängnis sitzt darüber. Im Gefängnis? Wir haben uns gedacht, wir können Markus doch perfekt als Köder benutzen, um Tubet anzulocken. Und er muss sich dann entscheiden. Lassen wir Markus frei und er gibt uns den roten Gem? Oder er verrät Markus und wird gar nicht erst auftauchen? Natürlich hat er den Köder geschluckt. Komm, wir hinkommen. Hallöchen! Oh, Tubet, Hilfe! Tubet! Markus! Hey, Tschüss! Jungs, ich bin hier, um Markus zu retten. Also Jungs. Es war nie so gemeint, es war geschäftlich. Dann würden wir gern geschäftlich jetzt was von dir haben, das wäre ganz gut, weil du willst doch deinen Kumpel rausholen, ja, oder? Ja, und ich habe eine sehr gute Idee. Arikate, ja, du hast mir schon so oft erzählt, dass der Rote tödlich ist. Du hast gesagt, er hat nur das Böse in sich. Deswegen, wie wär's, wenn wir den Roten in ein Itemframe machen und eine Obsidianbox drum ballern? Weil du hast halt gesagt, du willst ihn unbedingt weghaben. Das ist alles, was ich wollte. Wir konnten uns endlich in der Gruppe einigen, den roten Kristall zu verstecken, sodass ihn keiner benutzt. Nachdem wir Markus freigelassen haben, haben wir den roten Gem in einem sicheren Ort im Gefängnis gepackt und das Tor zugemacht. Und endlich herrscht Frieden. Dachte ich zumindest. Bevor ich euch den folgenden Ausschnitt zeige, müsst ihr verstehen, über welches Texture-Pack ich gerade rede. Tubet hat uns irgendwo ungefähr einen Tag vor der Aufnahme ein Texture-Pack gesendet, mit dem wir unsere Helme entfernen können, unter dem Vorwand, dass man die Skins in den Aufnahmen besser sehen kann, und hat damit den kompletten Server reingelegt. Wir haben den roten Gem nicht sichergestellt, sondern roten Farbstoff. Und ich erfahre jetzt alles. Kommt denn da? Moin, ja, hi. Hallöchen, ich habe gehört, du hast etwas herausgefunden. Ja, kannst du mir das hier erklären? Oh, ich vermute mal nicht, dass das der rote Gem ist, oder? Nein, tatsächlich nicht. Wie hast du das herausgefunden? Also, ich war da hinten an meiner Schafsfarm und wollte ein paar rote Schafe machen. Ah, okay, ich verstehe. Ich lade mal so ein Resource Pack, das du uns gegeben hast. Und jetzt ist das der Gem. Ah, wie hast du dich gefühlt, als du das herausgefunden hast? Wäre ich eingebrochen oder so, du wolltest mit mir den geholt, ich wär mir ganz schön verarscht vorgekommen. Das war eigentlich auch der Plan, weil ich war mir sicher, wenn ihn jemand holt, dann bist es du. Aber jetzt hast du es anders herausgefunden und ich hab was Kleines für dich. Okay. Und zwar, komm mal mit währenddessen. Dir ist dann klar, dass das da hinten nicht der richtige Gem ist. Das habe ich mir auch schon gedacht, ja. Der richtige Gem ist nämlich gerade versteckt. Und, okay, es ging darum, dass ich habe mir schon gedacht, dass du ihn dir irgendwann holen wirst. Deswegen habe ich das Texture Pack gemacht, was ich euch geschickt habe. Ja, ja. Um das da reinzumachen. Keiner von den anderen wird wissen, dass er jemals aus dem Gefängnis verschwunden ist. Ja. Das heißt, du könntest theoretisch den roten haben, ohne dass irgendjemand davon Bescheid weiß. Vollkommen richtig. Also das hätte passieren können, ja. Das hätte passieren können und das wird jetzt auch passieren, weil ich dir jetzt den roten hole. Aber natürlich gibt es auch einen kleinen Haken. Und zwar geht es darum, ich will einfach nur einen Gefallen frei haben. Mehr ist es nicht. Irgendwann komme ich auf dich zu, sag, jetzt brauche ich deine Hilfe für das und das und du musst ja sagen, egal was ich dir sage. Okay, das kann ich dir tatsächlich versprechen. Okay. Ach du Scheiße, das ist ja wirklich. Der echte. Und den kann ich jetzt. Oh mein Gott, da sind sie. Er funktioniert. Oh mein Gott. Ja. Oh, ja. Der rote Kristall ist endlich zu Hause. Ich habe ihn zusammen mit Tubet in einem ganz weit entfernten geheimen Versteck versteckt. Und offiziell eine geheime Bruderschaft, von der niemand was weiß, zusammen mit Tubet erstellt.